Liebe Genossinnen und Genossen, euch liegt ein Änderungsantrag zum Leitantrag vor, der differenziert und auch Präzisierungen vornimmt und auf der Höhe der Zeit ist. Warum sage ich das? Wir haben mittlerweile nicht nur einfache Bundeswehreinsätze im Ausland, wir haben Militärberatungsmissionen, wo deutsche Bundeswehrsoldaten ohne eine Abstimmung und ohne eine Debatte im Deutschen Bundestag nach Uganda geschickt werden und dort somalische Sicherheitskräfte ausbilden, unter denen es Kindersoldaten gibt. Das ist ein Skandal und dagegen muss es auch in einem Programm eine Präzisierung geben. Es gibt in Jemen, wir haben mitgekriegt, dass in Jemen wochenlang und monatelang demonstriert wurde. Jemenitische Offiziere werden in Deutschland ausgebildet, Generäle werden ausgebildet, Waffen- und Militärhilfe findet statt, polizeiliche Taktiken werden dort zur Aufstandsbekämpfung vermittelt von BKA oder LKA-Beamten. Deshalb rufen wir euch dazu auf, hier eine Präzisierung vorzunehmen und zu sagen, die Linke steht für ein vollständiges Verbot von Waffenhilfe, von Militärhilfe und Polizeihilfe. Wir sollten nicht uns daran beteiligen, dass Kindersoldaten rekrutiert werden, dass es Kriegsverbrechen gibt, dass zur Unterdrückung und zur Kontrolle und zur Repression der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern Deutsche an der Ausbildung beteiligt sind von denjenigen, die die Bevölkerung in ihrem eigenen Lande auch unterdrücken und kontrollieren. Wir haben im Moment eine Formulierung drin, die sagt, zur Unterstützung von Kriegen und autoritären Regimen. Auch hier sind wir dagegen, es einzuschränken. Ja, hieß es denn vor 2 Jahren, dass Ägypten oder Tunesien oder auch viele andere Staaten irgendwelche autoritären Regime waren? Nein, sie waren die Garantien für die westliche Stabilität. Keiner hat gesagt, das sind autoritäre Regime. Deshalb finde ich, wir als Linke sollten uns nicht beteiligen an der Ausbildung, an der Ausstattungshilfe von solchen Ländern, in denen letztendlich es nur um die Repression, die Kontrolle oder die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung geht. Vielen Dank.